Der frühere BZÖ-Politiker Stefan Petzner ist am Mittwoch wegen Sozialbetrugs nicht rechtskräftig zu 6 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. In der Verhandlung hat er angegeben, keinen Vorsatz gehabt zu haben, jemanden zu betrügen, es sei ein Fehler passiert. Freispruch, wir gehen auf Freispruch. Weil der Fehler liegt hier meiner Meinung nach, ich finde es vom AMS einfach ungewöhnlich. Ja? Weil hätte ich das gezahlt, ja, es war auch eine letzte Zahlungsaufforderung mit der Androhung der Exekution. Das heißt, jeder weiß, der schon einmal so ein Prüfel gekriegt hat, dass man da noch Zeit hat. Und erst dann, nachdem ich es nicht bezahlt habe, weil ich es gar nicht hätte zahlen dürfen, gingen die zur Polizei und haben Anzeige erstattet. Das ist ja völlig mysteriös. Aber ich habe ja schon gesagt, überall, wo Petzner draufsteht, holt man das raus und sagt, ah, das schickt man gleich dem Staatsanwalt. Ja, wahrscheinlich sogar ein Liebesbrief, den ich kriege, ab zu dem Staatsanwalt. Wobei ich kriege ja nie Liebesbriefe, eher Liebes-SMS oder... Ist ja heute moderner. Obwohl ich die Liebesbriefe noch romantischer gefunden habe. Sie auch? Ja. Schon, gell? Ja. Das Gericht ging davon aus, dass Petzner sich 2019 wissentlich und in Täuschungsabsicht Arbeitslosengeld und Notstandshilfe in Höhe von knapp 7.600 Euro erschlichen hatte. Auf seine Verurteilung reagierte der 42-Jährige äußerst ungewöhnlich und erinnerte dabei an ein trotziges Kind. Petzner erhob sich vom Anklagestuhl und setzte sich mit dem Rücken zur Richterin und gespreizten Beinen wieder hin, wobei er gegen die Lehne des Sessels wippte. Und das alles, während die Richterin ihr Urteil begründete. Also, dass ich getan habe von meiner Seite aus das, was ich tun konnte. Ja? Die Richterin hat das nicht akzeptiert, ich weiß nicht, war die jetzt schlecht aufgelegt oder hat sie eine Weisung von oben. Bei unserer Justiz ist ja alles möglich, wie wir wissen. Absolut unverständlich, daher volle Berufung. Petzner saß von 2008 bis Oktober 2013 für das BZÖ im Nationalrat und betrieb danach eine PR-Beratungsagentur, mit der er unlängst in die Insolvenz schlitterte. Das Insolvenzverfahren ist inzwischen wieder aufgehoben, ein Sanierungsplan wurde genehmigt, Petzners Gläubiger bekamen eine Quote von 25% zugestanden.